Der Held mit seinem Ross. Gemeinsam wagen sie sich in ein neues Abenteuer. Ein Abenteuer von Licht und Schatten. Eine Zukunft, die ungewiss ist. In einer Welt, in der der Wolf heult. The Legend of Zelda Twilight Princess, endlich auch in HD. Und damit herzlich willkommen hier zum Let's Play eines Spiels, das ich schon seit Ewigkeiten spielen wollte. Zwar damals noch auf der Wii eigentlich ursprünglich oder Gamecube-Version halt, jetzt aber endlich in HD, was so vieles einfacher macht, vor allem auch zum Aufnehmen. Und wenn wir sagen, direkt loslegen, ohne natürlich großes Geschnatter meinerseits. Zocken ist ein Let's Play eigentlich Wii U-Pro-Controller ein bisschen angenehmer. Anleitung? Nö, wer braucht das schon? So, leere Datei natürlich und Link? Nö. Wer ist Link? Aha, B löschen, okay. Hilfe! Was? Wenn ich den Namen zu sehr lösche, dann fliege ich raus. Interessant. Ach, diese Musik. Ja, Twilight Princess. Ein Spiel. Was allgemein ja ein bisschen gemischte Gefühle aufbringt. Sag jetzt mal allgemein der Community. Aber dazu sagen wir gleich noch etwas. Erst einmal. Was gibt. Tippe ich eigentlich an? Ein. Sag mal. Okay, so geht's besser. Hat irgendwie mit dem Steuerkreuz ein paar Probleme. Jetzt geht's irgendwie wieder. Crazy. Gut, also, wir haben natürlich gehabt. Michael. Und nicht Markel, wa? Wäre zwar auch eine Option. Namenseingabe Pferd habe ich eigentlich immer Epona genommen. Ich wüsste gerade keinen besseren Namen. Gut, hinsichtlich halt des Skywards oder habe ich den Vogel Aurora genannt. Aber nee, denke Epona passt schon ganz gut. Dann bin ich im Normalmodus. Nee, ich mache einen Hellmodus, weil wie gesagt, wenn es doppelten Schaden ist, wahrscheinlich keine Herzen für fortgeschrittene Spieler. Gut, mit den Herzen ein bisschen doof, vor allem am Anfang, aber es geht schon irgendwie. Doppelten Schaden, das ist sowieso nicht so schlimm, weil Twilight Prince war generell eher ein bisschen zu einfach und. Ja, Heldenmodus ist ja auch Link selber gespiegelt, sprich er ist wieder Rechtshänder und weil, wie gesagt, die Wii-Version für mich persönlich besser war, will ich natürlich auch hier wieder, so gut es geht, die Wii-Version haben. Am Abend werde ich immer wenig sentimental, du nicht? Man sagt, um diese Stunde treffen das Diesseits und die andere Welt aufeinander. Und um diese Zeit kommen die Geister zu Besuch, die sich noch nie von dieser Welt lösen können. Deshalb macht mir das Abendrot so sentimental. Jetzt habe ich zuerst Abendbrot gelesen. Und manchmal auch ein wenig traurig. Ach übrigens, Michael? Übermorgen soll ich im Auftrag des Bürgermeisters nach Haiwul reisen, um dem königlichen Hof etwas abzuliefern. Aber es wäre mir lieber, wenn du an meiner Stelle reisen könntest. Würdest du das für mich tun? Du lächelst ja bloß. Du warst nie im Hyrule, wa? Das Schloss in Hyrule ist riesig. Es ist umgeben von einer Stadt. Viel größer als unser Dorf. Und die Welt, die unsere Göttin erschaffen haben, ist noch so viel größer als das. Du sollst dir unbedingt mit deinen Augen ansehen. Naja. Aber es wird spät. Wir sollen langsam ins Dorf zurückkehren. Wegen einer Reise. Ich werde alles mit dem Bürgermeister besprechen. Klingt doch geil. Alter, sieht das Wasser nicht einfach Hammer aus?
vor das Blumentor. Ja, hübsch muss es aussehen, nicht wahr? Ja. Jetzt kann man endlich mal Epona's Zähne sehen, aber vorher nie gesehen. Ach ja, die Quelle hier wird dann noch von Bedeutung sein. Hm. Also dann, see you later, Alligator. Ja. Hm. Na, Kleiner, alles klar. Jojo. Hä, mach's gut. Hm. Wird schon. Aber der Kleine gesagt, sieht eigentlich aus wie eine Kleine. Aber egal. Was zum... Hey, Michael, bist du da? Komm, Fritz Stüdli, wer weckt mich denn um diese Uhrzeit? Mensch, morgen früh. Du musst mir helfen, den Ziegen zusammenzutreiben. Ach, nö, nicht schon wieder. In der Zeit wollen sie einfach nur auf mich hören. Ja, wer will schon auf dich hören? Na, komm ja schon. Meine Güte, immer das Gleiche, jede Woche. Hm. Oh. Aber wo ist denn Pona? Die wurde gerade geklaut. Geil, wa? Wir können zocken. Ist das geil, Leute, endlich wieder Twilight Princess! Ja, deshalb eigentlich schon interessant. Von der Welt her im Prinzip so wie auf der Wii U, Wii U wollte ich gerade sagen, wie auf der Wii Edition, andererseits steuermäßig wie auf dem GameCube. Also gut, hallo Pono, komm wieder her! Natürlich das Ganze remastered in HD, denn ist gar kein richtiges Remake. Man sieht sowieso ab und zu, klar ist eigentlich schon High Definition, alles viel schärfer. Link, was guckst du gerade so böse an? Das Eichhörnchen, gut, das sieht natürlich böse aus, wa? Meine Nuss, meine Nuss! Guck mal, einen hübschen Schwanz, wa? Ja, sehr hübsch. Gut, denke ich, das Steuerung muss ich nicht groß weiter was erzählen. Ein Rubin, geil! Was? Steht da was? Das müsste Altairolianisch sein, glaube ich. Michaels Haus. Ja, oder so. Ja, Twilight Princess, was für eine Geschichte. Aber so kommen wir dann später mal noch. Erstmal alles gucken. Wir haben hier noch. Relativ kleine Etappe noch, natürlich zu erwarten. Latoan. Jo, und wie gesagt, müsste alles gespiegelt sein. Alter, das ist die ganze Welt hier. Wie wir es noch kennen, wir Ausrüstung speichern alles hier. Ausrüstung sieht auch alles komplett anders aus. Vor allem viel besser angeordnet, wie ich finde. Ich gucke gerade mal ganz kurz. Geldbörse gibt es, glaube ich, auch eine mehr. Was? Fast bis zu 500 Rubine. Ich glaube, das war im Original noch anders. Waren es, glaube ich, 300 Rubine, glaube ich, die kleinste Geldbörse. Herzteile waren, glaube ich, immer noch 5, weil es aussieht, ja. Das war, glaube ich, sowieso das erste Zelda-Spiel, was nicht 4 Herzteile für einen kompletten Herzcontainer braucht, sondern insgesamt sogar 5 Herzteile für einen einzigen Herzcontainer. Methode halten. Das muss ich alles noch ein bisschen testen, wie es genau aussieht dann. Helikade, das muss ich noch ein bisschen genauer einstellen. Wegen YouTube vor allem und so. Und dort wird es ein bisschen dunkler angezeigt. Zielen. Animation, Einwegungssteuerung. Ah. Bewegungssteuerung. Jo, das könnte noch lustig werden. Am ganzen Jahr, wenn es eine Bewegungssteuerung gibt, warum ist nicht die Wii-Fernbedienung dafür konzipiert worden? Ich frage mich vor allem die okkulten Künste damals auf der Wii Edition. So geil. Also mit der Wii-Fernbedienung konntest du die okkulten Künste so geil machen. Die GameCube Edition hatte ich immer so ein paar Probleme. Naja, alles so hell aus und so. Zum Ende mal die Bilder da im Hintergrund. Ein bisschen. Was? Der verrückte Ziege im Hintergrund und der Typ von unten. Ist einfach ein Bild von dem. Oh mein Gott. Schönes Feuer. Täusche mich doch von der Helligkeit her, ist jetzt auf einer Stufe mit Skyward Sword. Hm. Ach, eine tolle Prince ist eines meiner drei liebsten Zelda-Spiele. Also mit Skyward Sword und Ocarina of Time gehört zu meiner Top 3-Liste. Das hat unterschiedliche Gründe, die ich noch später erläutern werde. Im Verlauf des Let's Plays natürlich. Und es spielt in der Timeline von der
Vergangenheitstimeline, sprich wo, also im Prinzip nach Majora's Mask, kann man so sagen. Wir sogar direkt auch Queen of Time, Majora's Mask und dann direkt hier Twilight Princess. Wegen Majora's Mask werden wir sogar noch vier oder fünf Mal, glaube ich sogar, werden wir noch ein Indiz dafür finden, warum das nach Majora's Mask spielt. Hä? Toll, da stand A zurück, ich habe R gedrückt, oder beziehungsweise ZR. Geil. Mal ganz leicht zoomen mal. Ah, Nadler. Ja, auf X ist auch zurück. Hä? Da hätte man nicht früher hier zoomen können. Gut, wieso ich überhaupt hier drin bin, soll ich mich richtig erinnern? Und ja, übrigens soll das Spiel natürlich zu 100% machen, ne? Dürfte klar sein. Habe ich aber noch nie Twilight Princess Let's Play. Da, wie gesagt, wollte ich eigentlich mit der Wii Edition, und hatte eigentlich auf eine Virtual Console Release gewartet. Aus Grafikgründen und so weiter und so fort. Wollte ich nicht die Wii Edition selbst zocken, sondern eben halt. Und ja, sind noch so dunkel, wie es sein sollte. Das ist echt so, Leute, es sollte hier so dunkel sein. Ich glaube, wir müssten hier irgendwann in der Truhe sein. Hier irgendwo gab es eine Truhe. Mein Theoretisch natürlich mal versuchen zu cheaten. Nehme ich Tricksen halt. Was, ich hab doch natürlich nicht gespeichert. Ich sehe leider nicht gerade sehr viel mehr, weil da hat vielleicht können so ein bisschen. Aber hier müsste eine Truhe sein. Am Sitz links unten Karte, dass ich immer ein bisschen wogegen drücke, aber ich weiß gar nicht, ob man sich. Dadurch komme ich auch nicht. Was war hinter so einer blöden Nische versteckt? Moment, da sehe ich gerade etwas. Ich bin gerade. Ah! Hier, da ist sie! Komm hier nicht durch. Hey, da war sie doch gerade. Okay, wie gesagt, wir müssen Truhe sein. Wir können das später nochmal machen, wenn wir dann die Lampe haben. Bis zum. Was ist das gerade? Hm? Ich habe gerade aus Versehen irgendwie. Okay, crazy. Ja, es waren, glaube ich, gerade die Items, die angezeigt wurden. Das war gerade leicht verrückt. Das alte Itemsystem, das fand ich ja damals bei Twilight Princess, wohl auf dem GameCube, also auf der Wii Edition, sehr geil gemacht, weil du hast nie wieder gewusst, wie viele Items gibt es eigentlich insgesamt. Das ist so im Kreis angeordnet und so weiter und so fort und. Ja, mir dem auch sei. Also gut, machen wir einen Such nach Epona. Genug rumgetrödelt. 3 Herzen Heldenmodus, das sind interessant, aber der Schaden. Ja, Twilight Prince war ja insgesamt. Es war sowieso generell ein geiles Let's Play, ein geiles Spiel. Für viele. Aber halt, es wurde generell was halt sehr, sehr einfach, weil du hast kaum Schaden gekriegt und. Ja, von dem her natürlich der Heldenmodus schon eine Herausforderung. Allerdings geht es noch schwerer. Toll, ich bin ohne Schwert unterwegs. Das ist mal eine ganz geile Idee. Und zwar gibt es ja auch noch die Variante, dass man, ja, mittlerweile, weil eben ist ja für die Wii U konzipiert worden jetzt, das HD Remaster jetzt mal, war die HD-Version von mir aus. Es ist ja trotz allem so, dass man halt auch Amiibos einlesen kann. Man kennt sie ja, Zelda, Link, Toon Link und natürlich auch Gandalf Amiibo. Da gibt es sogar zu Twilight Princess HD jetzt sogar eine spezielle Wolf-Link-Amiibo, also da kommen wir allerdings später noch. Und die Gandalf-Amiibo-Figur, die soll es sogar möglich machen, dass man noch mehr Schaden kriegt. Sprich, Heldenmodus kriegt man doppelten Schaden. Plus Amiibo will man sogar vierfachen Schaden kriegen. Ich glaube sogar die Herzen werden dann blau, links oben. Und ja, also man muss schon sagen, vor allem für den Anfang. Vierfacher Schaden ist dann schon ein bisschen heavy. Wenn nur 3 Herzen.
Aber nachher müsste es eigentlich durchaus möglich sein. Sag mal. Ich überlege gerade, als ob ich. Ah, was ist doch auf Start, wa? Jo. Ja, jetzt hier sind eigentlich die Items sind noch gut, weil viele es insgesamt gibt. Jetzt kriegen wir noch ein rundes Item, interessant. Hm. Da hat gerade von wegen der Ich-Ansicht, wa? Kamerasteuerung normal, invertiert, horizontal. Ne, beide Achsen, ne, müssen schon normal sein. Ach, die Außen, die Alten. Also, ihr könnt schwören, dass bei der ursprünglichen Version hier, dass ich nicht links auf den Arsch geguckt habe, sondern in Linksperspektive, sprich Ego-Perspektive geguckt habe. Aber Ego wäre eigentlich aus meiner Sicht jetzt gerade gucken. Ne, wäre schon Link, Entschuldigung. Hm. Wieso auch das machen, weil. Ich kann das machen müssen. Hä? Mein Gedächtnis ist gerade komplett von Arsch. Ich hätte schwören können, das Tor war ursprünglich zu. Deswegen muss ich es eigentlich hinten durchkriechen. Ah, Michael. Gut, natürlich, man sieht es auch hier direkt. Ich habe eine eckige Nase. Ja, eben, GameCube, Wii-Ära, ist klar, dass es ein bisschen eckiger ist, aber trotzdem alles so in HD und vor allem mit dem Wasser und dem Abendrot, das sieht einfach nur so geil aus. Schau, ich habe hier Pulver für dich fein gemacht. Hm. Danke, ich hatte gar nicht darum gebeten, aber... Hm. Ja, schon geil. Ja, das war's. Ey, ich kann aus der Distanz mit dir quatschen. Geheul. Vielleicht mal ein bisschen gucken. Okay, Nintendo, aber das habt ihr jetzt nicht so geil gemacht. Ich meine, dass ich da, wenn ich da anstoße, plötzlich... Also die Schatten am Wasser ablaufen, die müssen jetzt über... Nee, die müssen jetzt gar nicht sein. Wieso? Hm, naja. Also irgendwie, weiß auch nicht. Generell ein Bug oder vielleicht ist es noch behoben, keine Ahnung. Egal. Ey Bruno, wie geht's dir? Ich kann mit dir quatschen, gut. Ey Bruno, ist so ein schönes Pferd und schöne Pferde brauchen gute Pflege. Übrigens, Michael, ich hab da eine Bitte an dich. Mhm. Kannst du jetzt auf meinen Grashalm die Melodie spielen, die Bruno so gerne mag? Ja, man hat hier ein toller Princess. Im Gegensatz zu anderen spielen kein eigenes Musikinstrument, aber dafür kann man trotzdem auf einer Pflanze schön... Posaunen. Und Link hat das Drive-Fragment-Emblem aus seiner Hand. Ist eigentlich alle drei. Ist mal bereits aktiviert worden. Na, Epona, alles klar bei dir. So eine schöne Melodie. Epona scheint sie auch zu mögen. Also gut, Epona, ist jetzt sauber. Geht heim, ihr beiden, aber mach mir keinen Unsinn, verstanden, Michael? Ja, wieso soll die Humsi machen? Ist, keine Ahnung. So, schlag mal auf. Ah, ist alles so schön friedlich. Entschuldigung, ich habe gerade unten geguckt. Was zum... Was ist das für Symbole? Ich glaube, in der Time waren sie nach Moor rüben, um halt die Puden antreiben zu lassen. Spurt halt. Alter, ich habe gerade einen... Paar Probleme hier mit dem... Es wurde erwähnt, dass die Steuerung bezüglich Pferden und so weiter... Also die Reitsteuerung wurde ein bisschen angepasst, aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen schlechter als früher, kann das sein? Nein, ich bin gerade ein bisschen ungewohnt. Na dann, helfen wir mal ein paar Ziegen einzufangen. Das war ein geiler Start, war so ein Zelda-Let's Play. Ordon. Hühner. Wieso immer Hühner? Oh mein Gott. Kann ich einfach von hier oben lesen? Nö. Vor allem Fair kann Link nicht lesen. Merken wir uns. Aber quatschen kann er immerhin etwas. Nein, ich wollte nicht abstimmen. Ich wollte eigentlich quatschen. Egal. Was? Wow! Gut, ich kann den Puder von hinten bespringen. Das ist natürlich interessant. Praktisch glaube ich jetzt eher weniger.
So, können wir doch bald mal quatschen. Ah, Michael, wolltest du dich gerade so weit, um die Tiere zusammenzutreiben, oder? Ich habe auch gerade einen langen Zug gemacht. Der Zeit kommen die Affen ein bisschen zu dauern und bringen hier alles durcheinander. Das macht mir irgendwie Sorgen. Wenn die Waren gestohlen würden, wäre das eine Katastrophe. Deshalb passe ich auch immer auf, dass alle Türen abends abgeschlossen sind. Aber mein Mann kann ja mich bei so einer Leiter nicht verlassen. Ach was, oder Papa? Ein Äffchen kann sie doch bestimmt auch fangen, oder stimmt's? Naja. Ja, man sieht sofort, wer in dieser Familie die Hosen anhat. Die Tochter und die Frau. Da sind sogar noch Stammelhosen an. Und er, naja, bei zwei Frauen im Haushalt, du hast mein Beileid, Alter. Mhm. Also Michael, bis dann, viel Spaß mit der Arbeit. Was sieht auf dich auf? Naja, du mir auch. Ach man, It Was a Princess 2006, das ist schon so lange. Gut, eigentlich noch nicht so lange. Wie gesagt, diese Gamecube-Ära. Aber trotzdem natürlich noch. Vor allem sehr interessant, dass es jetzt halt doch so ein Remaster von gibt, eine HD-Version. Nehme ich mal ein Gamecube, okay, Ära, klar, aber kam ja auch für die Wii, war ja ein Launch-Titel dafür. Damit müssen wir in der Lage sein, ihn einen Falken anzulocken. Du, du, du. Wofür der schon wieder gut war, frage ich mich gerade. Da gab es irgendwie etwas. So, wir können ihn so fliegen lassen. Ich glaube, Steuern geht nicht mehr, wa? Nee, der hätte uns noch irgendwas holen können. Ich glaube, da vorne. War da oben noch etwas? Irgendwo kann ich mich erinnern, gab es hier etwas, aber ja, ich muss also sagen, ich habe Twilight Princess leider nie zu 100% gezockt, aus diversen Gründen. Was kann da oben, dass es noch etwas gab von Falken? Aber sollte ich jetzt dieses Mal endlich ändern, wow. Müssen wir nachher noch rein. Ja, es gibt noch viel zu tun hier. Bürgermeisteramt, Weide, Wassermühle, Waldquelle. Ich glaube, das ist so ziemlich eines der einzigen Zelda, was ziemlich friedlich beginnt, war. Gut, ich meine, Wind Waker begann auch sehr, sehr friedlich. Allerdings nur die ersten paar Minuten, hier ist es natürlich schon ein bisschen länger. Kürbisse kaputt machen, jo, das ist unsere Arbeit. Ach, ist das alles schön. Wir können gar hier noch angeln, war ja, hat ein paar Fische drin. Jo, natürlich alles jetzt in Zukunft. Ja, wir kommen sowieso häufiger hin, hier vorbei, wenn wir sagen, legen wir direkt wieder los. Und zwar Ziegen eintreiben, das habe ich auch noch ein bisschen mühselig in Erinnerung, kann ich mich daran erinnern. Au, wo lang das so hochkletterst, Link? Dankeschön. So, was ich auch noch erwähnen sollte, kann man eigentlich hier lang. Nee, war irgendwie klar. Au, gut, keinen Schaden. Was ich erwähnen sollte, Troll Prince HD ist, wie gesagt, jetzt gerade erschienen. Und natürlich bin ich ja nicht der einzige Let's Player, der es sagt. Im Gegenteil, es gibt sehr, sehr viele sogar. Und das auch in meinem direkten Bekanntenkreis, sprich auch meinen Let's Player-Kollegen wie Lord Kai 1102 und True Ava, oder Avatar Engis, wie auch genannt wird, beziehungsweise kurz Domi. Die zocken das Spiel, oder Let's Playen es auch, und Tim, was kann ich mir wieder, der in Aufstellung seinen Namen, da kann ich gerade seinen YouTube-Namen nicht sagen. Was ihm noch 02 Enderman heißt, im YouTube-Channel her, oder auch da wieder anders. Aber wir haben auch da noch etwas, uns etwas Spezielles überlegt, mit Gastauftritten bei anderen Let's Plays. Vor allem, ich werde bei Kai und Domi noch ein paar Mal zu sehen sein, oder vor allem zu hören sein, zu sehen vor allem. Zu hören sein im Sinne von, ich glaube, im Tempel trete ich auf, bei Kai glaube ich im Wassertempel, bei Domi im Zeittempel. Also eben so Gast-Let's Player. Und ich denke, dass die auch bei mir noch aufhören können oder andere Let's Player natürlich auch noch, oder andere Zuschauer, also Freunde vor allem, in ihrem Bekanntenkreis. Wow. Da muss allerdings gucken in der Zeit, wenn überhaupt eher so zum Schluss gegen das Let's Play hin. Aber ja, da haben wir uns halt noch etwas überlegt, damit es nicht so eintönig ist und jedes Let's Play irgendwie gleich ist. Daher, gut, wir kommen jetzt, wie gesagt, noch nicht weiter. Komm, das bringt eh nichts. Jetzt sowieso Abend, oder ist bereits Abend. Helfen mit den Ziegen. Da ist ja der gute alte Papa, nicht von uns natürlich.
Ganz vergessen zu sagen, dass mein Sohn Colin einen Angel für dich bastelt, damit ihr zusammen spielen könnt. Sie sind heute Abend noch fertig, also hol sie am besten morgen bei uns ab. Gut, machen wir das bei ihm hier, bei Colin. Und seiner schwangeren Mutter. Nice. Schönes Schwert übrigens. Hätte auch gerne so eins. Die wohnen da oben, wenn ich richtig erinnere. Zweimal Prince 100% Let's Playen. Ja, es gibt ein paar Dinge hier, die ein bisschen umfangreicher sind. Wegen 100% und so weiter. Wow. Und natürlich, wenn ich schon Let's Play, dann natürlich auch so gut es geht. Complete. Sogar ganz kurz mit der Quatschen, Bürgermeister. Oh, Michael. Du gehst wohl auf die Weide, um Fahrt zu helfen. Sehr schön. Das ist übrigens schon oben auf der Weide. Fahrt vor allem. Sag mal. Ja, mit der Stange noch ein bisschen Problem bei Epona. Naja, wird schon. Das war die erste Part und da habe ich auch noch ein bisschen Zeit. Die Weide, was du mir sagst. London Farm, nix. Nee, Leute, ich führe das Ganze, wie gesagt, wenn man Majora's Mask und so weiter spielt, schon ein bisschen später als die beiden Teile. Ich glaube, deswegen gibt es die London Farm gar nicht mehr. Das ist ein paar Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte später sein. Aber es hat die gleiche Timeline. Und daher, ja, werden noch ein paar interessante Charaktere treffen. Aber erstmal ist der dran. Tut mir leid, Michael, muss ich dich wohl ziemlich beeilen, hm? In der Zeit sind die Tiere so unruhig, sie wollen einfach nicht mehr tun, was man ihnen sagt. Mit so einer Nase wäre ich auch ein bisschen abgelehnt dir gegenüber. Aber wenn Epona dir hilft, kannst du sie sicher schnell zusammentreiben. Ach gut, es ist schon spät, bist du bereit? Yo. Ich hoffe, ich kann es noch. Das war eigentlich nicht schwer, aber... Man muss, glaube ich, nur 80% der Strecke machen. Den Rest, glaube ich, jetzt machen sie alles selber, yo. Einfach alles irgendwie halt gleich antreiben, war. Ich habe gar keine Zeit für Angabe, okay. Nehmen wir es, glaube ich, eher später, wenn man unter Zeit das Ganze machen muss. Glaube ich sogar für Herzteile. Nee, nee, du gehst da rein. Bis zum... Gut, der ist sowieso im Stall, den hole ich mal später. Hä, hey, sind das echt insgesamt 10? Hol mal hier die große. Gut, dann noch den da oben. Ju. Ach, die Mucke, die war so geil. Warum ist denn die Gänge hier? Pff, voll Polen angerammt. Na, komm schon, komm. Ist das Teil hier lahm? Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Ja, pff. Komm, Fritz, stutz noch mal. Jetzt komm doch endlich mal. Ja, die sind natürlich auch solche mühsamen Exemplare, die ständig umdrehen wollen. Die muss man echt langsam, oder? Was auch so, dass sie langsam antreiben muss. Ja. Hm. Gar keine Angst. Animation. Achso, war's bereits. Verdammt, mal gleich gucken, ob die echt verschwinden quasi oder wirklich einparken. Michael Epona, vielen, vielen Dank. Morgen schaffst du es bestimmt wieder allein und du kannst dir jetzt einen ruhigen Abend machen. Oder auch so ein wenig Zeit mit dem Springreiten üben. Warte mal, stell nur ein paar Hindernisse auf. Wer kann nicht schaden? So, fertig, du kannst jetzt loslegen. Wenn du genug hast, spring einfach das Tor und rein nach Hause. Wow. Ja, also das klappt eigentlich recht wie in Ocarina of Time. Und man schon was macht natürlich auch. Ja, ich glaube, das waren sogar eigentlich die ziemlich einzigen Teile mit Epona halt. Ups, wir müssen so nah dran. Entschuldigung. Queen of Time hat schon was Mars oder Prince halt in einer Timeline. Und da ist halt die Wahrscheinlichkeit auch groß, weil wir wissen ja auch gemäß der ersten Trailern oder Teasern wohl eher zum neuesten Ableger der Zelda-Reihe, sprich für die Wii U und dann einfach nur Zelda U oder Zelda Wii U. Das sind dort ja auch auf einem Pferd rein kann, was Epona sehr ähnlich sieht. Und deswegen ist halt vermutlich nahe, dass das entweder vor der ganzen Reihe stattfindet, also sprich vor Queen of Time vielleicht sogar noch oder nach Queen of Time vor Majora's Mask, oh gut, das ist eher unwahrscheinlich, das ist ja ziemlich unmöglich. Und nach Majora's Mask vor Twilight Princess oder nach Twilight Princess. Das hat gar nichts damit zu tun, kann natürlich auch sein.
Und natürlich ist der Hype da, vor allem weil eben diese Wolf-Link-Amiibo, die man zum Spiel bekommen hat hier, Tutorial Princess HD, die soll da noch eine Rolle haben. Jo, natürlich erstmal speichern, weil bisher war es ja ziemlich easy, aber jetzt, Freunde, jetzt geht's richtig los, ey. Da ist sogar die Ruhe vor dem Sturm. Mhm, ich weiß, hab's schon gesehen. Michael, wach auf, draußen ist es schon ganz hell. Noch Menno, ey, diese verdammten Frühaufsteher, wollen die mich... Okay, ich penne hier oben. Das ist ja mal interessant. Apropos pennen, wo hab ich überhaupt hier? Also ganz ehrlich, links Innenarchitekt soll man eigentlich ohrfeigen. Fete... Da ist das Mädchen auf unserer Epona. Interessant. Da sind noch die anderen Gören. Also, ich verstehe links auch noch nicht ganz. Ich meine, der Ausgang ist natürlich geil. Wieso ich hier so... Ein paar Bücher, okay, dann irgendwie... Ein Kissen mit einer Decke oder so etwas. Ja, ein paar Bilder, ein paar Poster. Gut, natürlich alles interessant, aber wo ist das Bett? Noch mehr Bücher. Okay, links ist ein Bücherwurm, eindeutig. Wir haben kein Bett. Ja, natürlich so ein Spieler Holzfußboden, der ist auch gut für den Rücken. Der stärkt ihn schön, macht ihn schön kaputt. So soll es ja auch sein. Oh Mann, oh Mann. Na, was gibt's denn, Jungs? Ich bin ja schon da. Oder Jungs, Mädels. Also, was geht? Hey Michael, hast du schon gehört? Im Land im Dorf kann man jetzt eine Schleuder kaufen. Stell dir nur vor, eine Schleuder! Ich weiß nicht so gern, wie viel Wucht dahinter steckt. Darum, Mann, wenn ihr unbedingt so eine Schleuder haben wollt, dann kommt ihr doch einfach in unser Land und kauft doch eine. Yeah! Sag mal, Betty, weißt du eigentlich, was eine Schleuder kostet? Kannst du ja deine Mama fragen, ob sie uns einmal ausleiht? Du spinnst wohl, wenn du eine Schleuder willst, leg doch mit Taro zusammen. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Aber das schafft mir doch nie. Ich bin schon selten, hätte keine blöde Mühe, sondern lieber ein paar coole Schleudern für uns. Ja, ich weiß nicht, aber den kleinen recht am liebsten einfach so mit einer tiefen Stimme quatschen, das bietet sich einfach irgendwie so an. Bitte, bitte, nur einen Sinn, Schleuder aus dem Laden. Das ist okay, können wir tauschen. Wir wohnen in der Mühle und wir wohnen bei den Eltern, können immer in den Laden. Ruhe, Mann! Okay, dann ihre eigenen Probleme. Colin? Du, Michael, die Angel, die ich gebastelt habe, ist jetzt fertig. Eigentlich wollte ich sie dir schon heute Morgen gehen, aber Papa meinte, ich soll warten, bis du sie dir selbst abholst. Colin, es ist morgen. Siehst du nicht meine Augenringe? Jetzt ist Papa gerade unterwegs und fragst am besten Mama danach. Sie müsste am Fluss sein. Die Frage ist bloß, welcher Fluss? Der Fluss und ein anderer Fluss. Gut, das andere war ja eigentlich nur ein Bach von dem her. Und ein Teich wohl eher. Alter? Morgen, Michael! Und heute dein freien Tag! Ich muss heute das Lager füllen, sagt meine Frau. Siehst du da oben auf den Bäumen, wenn du von R in die Perspektive fährst, kannst du das mit R oder Grill ganz leicht erkennen. Ganz leicht, gerade weg. Irgendwie ablenken. Hm. Okay. Die Schleuder, was machst du da oben? Hey Michael, Hallöchen, du kannst nun mit mir reden, wenn du mich mit ZL ansiehst und gleichzeitig A drückst. Hör auf zu quatschen, so lauf meine Schleuder hervor und dann drücke ich die 1 ab. Ach so ist es eingestellt, nur einmal ganz kurz. Die Zielmethode halten, so ist man nicht schalten, ich glaube das ist eher mein Ding. Ja, wenn es bleibt, okay, das ist mal Wöhler. Jo, genau! So machen wir das, jetzt verstehe ich dich auch gleich viel besser. Natürlich. Mit der Kamera hörst du mich besser, das ist eine... Oh Mann. Du sollst den Gehör nochmal klären, dass man lauter sprechen kann, wenn jemanden mit ZL anvisiert und dann A drückt. Ja. Yeah. Ja, wieder schon. So, die Mutter ist am Fluss. Sie ist schon mal nicht, da hinten auch nicht. Ah, da ist sie ja. Hallöchen! Oh, hallo Michael. Wollen uns die Angel haben, die Colin wieder gemacht hat? Mhm. Das bitten, dass wir vielleicht einen Weidenkorb im Fluss treiben sehen, oder? Einen geflochtenen Korb, den man zum Beispiel ein Baby legen kann. Du willst ja nicht einen auf Moses Mutter machen, oder wie? Sag mal,
Ach so, und war das das, was ich von erwähnt hat, wegen dem Falken? Ja, miau du mich auch. Ich schwimme es auch wieder direkt dunkler. Sehr schön. Gefällt mir. Ja, wie man sieht, ist bereits 20 Minuten rum, der Part dauert noch länger. Schon bist du da? Hm, übrigens, da drüben nicht die Katze von Zeh aus dem Laden? Sie ist schon die ganze Zeit in mein Haus und statt auf dem Fluss. Fischen sucht, ha, wo nur Angeln wird, so kann man erwischen. Vielleicht jetzt füttern oder was? Das Gras drüben auf dem Felsen, ist das nicht die Sorte, auf der du immer flötest? Bitte was? Das Gras da ist nicht die Sorte, auf der ich immer flöte. Das ist nicht nur doppeldeutig, das ist bereits schon dreifachdeutig. Irgendwie noch Ort, um Gas zu suchen? Naja, ein bisschen Gras stand nie, wa? Und zum Flöten sicher nicht, ne? Sonst bin ich eher gegen Gras. Guck mal an, dieser kleine, freche Affe. Du als Symphrobine, yeah, Mann. Auch das war früher ein Fall der Princess etwas Nerviges, als ich alles gesehen habe, ein blauer Rubin. Das erstmal aufgesammelt von wegen, ja, 5 Rubine gefunden, geil. Und bei Troll Princess, also im Original war es immer so, wenn man gespeichert hat oder gestartet hat, das Spiel, dann kann die Meldung immer wieder, sprich, die Meldung wurde nicht mitgespeichert. Das ist jetzt hier bei der HD-Version endlich gefixt. Link, guck mal, so wie doof an. Dass er sagt, Mensch, Michael, mach drin mal hin. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, wie lange macht jetzt ein Part überhaupt? Hä, eine gute Frage. Wegen der Ruhe von dem Sturm und so weiter. Hui, wir sind gleich bei 40 Minuten. So, dann mal gucken. Natürlich will ich hier den Weinenkorb holen. Müsli bereichen. Da verdrehen sie so. Na, was soll das? Danke, Falke. Falkilein, es ist mein Falkilein. Aus der Feuernation. Oh, Michael, da ist ja der Korb. Hast du nichts für mich gesucht? Danke, vielen Dank. Und jetzt, bevor ich es vergesse, ich hatte das, was ich dir geben wollte. Kannst du kurz mit mir den Weinkorb könntest du auch mitbringen, dass dir nichts ausmacht? Hm. Klar, kein Problem. Jo, wir haben Zeit, dieser bloß Schneckentempo-mäßig. Gut, also bis sie da ist, kann ich ruhig ein paar penden. In der Hinsicht, Freunde, wieder mal vielen Dank fürs Zusehen hier eines neuen Let's Plays zu Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ich weiß, wie bereits erwähnt, es gibt viele Let's Plays, die das Spiel bereits zocken, deswegen kann es natürlich sein, dass es bei mir ein bisschen langweiliger ist oder nicht mehr so spannend. Und ihr auch fragt, wie soll ich bei Michael gucken, es zockt ja schon XY das Spiel. Das ist eine gute Frage, warum bei mir? Weil ich Schweizer bin, einen coolen Akzent habe und das ein ziemlich doofer Grund war. Oh Mann. Ja, nee, nehmen Sie wieder mal. Trotzdem, vielen Dank fürs Zocken, fürs Mitgucken natürlich, nicht fürs Zocken, zocken zu euch selber. Und dann hören wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Je nachdem mal gucken, wie gesagt, wegen speziellen Einladungen noch und noch Gäste dabei sind und bei anderen noch zu Gast bin. Aber ich denke sicher mal, es wird ein spannender Run werden. Ich werde sicher auch mal die Gandalf Amiibo austesten, wegen vierfach Damage. Und die Wolfling Amiibo natürlich sowieso. Und daher, jo. Aber regelmäßig auf dem Kanal täglich auch wieder mal ein neuer Part zu Twilight Princess HD. Ja, ich weiß, Link, ihr hört schon auf. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao. Oh Mann, ey, dieser viel Quatsch. Das ist einfach unglaublich. Und langsam mit Muskelkater. Jetzt hört er mir noch mit dem Part auf. Mann, Link.